Na, was ist? Wollen wir zusammen nach Hause oder hast du noch was vor? Ne? Nein, ich habe nichts vor. Was ist los? Hattest du Ärger? Ja, ich habe gekündigt, Mama. Du hast was? Mann, Mama, es langweilt mich einfach zu Tode, den ganzen Tag in diesem blöden Laden zu stehen und Zeug zu verkaufen. Ja, und was willst du jetzt machen? Na, ich gehe doch nach London und studiere Archäologie. Ja, aber warum? Du lernst doch hier einen anständigen Beruf und du hast alle Freiheiten bei uns. Ja, alle Freiheiten, außer die mir auszusuchen, wie und wo ich leben will. Oh Gott. Das beste Schiff, was wir je gebaut haben. Hoffentlich gehen wir damit nicht unter. Al-Gabir hat immer noch nicht gezahlt. Versuch doch mal, sein Büro in Dubai zu erreichen, ja? Und, hast du angerufen, Thomas? Das Büro gibt's nicht mehr. Hm? Sieht finster aus. Wenn Al-Gabir nicht bezahlt, sind wir am Kreditlimit. Wir müssen die Rechnung bezahlen, die Gehälter. Und wir haben keinen einzigen lukrativen Auftrag. Aber nicht immer so pessimistisch, Thomas. Wir existieren seit 20 Jahren, es ist immer auf und ab gegangen. Ja, aber die Zeiten ändern sich. Für unsere Luxusjachten interessieren sich nur noch ein paar Nostalgiker. Und die Millionäre unter denen werden immer weniger. Das glaube ich weniger. Qualität setzt sich immer durch. Die Materialien und Techniken, mit denen wir arbeiten, sind einmalig und das weißt du ganz genau. Bald gehören sie der Vergangenheit an. Das glaube ich einfach nicht. Also gut, wie du meinst. Wir werden ab heute ein bisschen mehr Werbung machen, ja, auch für den Wartungsdienst. Ja. Und machen wir wieder einen Termin mit der Bank. Mit Williams, ja? Ja.
halt schwer, dich loszulassen. Sie liebt dich über alles. Ja, das verstehe ich. Aber trotzdem, es macht mich ganz krank. Weißt du, wie das ist, wenn du... Ich meine, ich kann wirklich nicht mal später nach Hause kommen, ohne dass ich ganz genau weiß. Mama sitzt jetzt aufrecht im Bett und überlegt, ob sie nicht vielleicht die Polizei anruft. Moment mal eben, ja? In erster Linie sitze ich aufrecht. Papa, das ist fürchterlich. Ja, aber nochmal. So, hier. Ich würde auch ganz gerne mal wieder durchschlafen. Lass es schmecken. Dankeschön. Danke. Zumindest so lange, bis du mit meinen Enkelkindern aufkreuzt. Was ist denn das jetzt? Ich finde deine Entscheidung, nach London zu gehen, gut. Es gefällt mir. Ich finanziere dir auch dein Studium. Aber wenn du so einfach aus Trotz wegrennst, weißt du, halte ich das für eine falsche Entscheidung. Und was heißt das? Du klärst das erst einmal alles ab. Im Studium, der Wohnung, was der Unterhalt kostet und so weiter. Und wenn sich das rechnet, dann werde ich deine Mutter schon überzeugen. Das verspreche ich dir. Danke, Paps. Du, sag mal, kennen wir eigentlich irgendjemand in London, der mir vielleicht weiterhelfen könnte? Deine Mutter hat, glaube ich, eine Cousine in London. Müsstest du eigentlich kennen. Hm? Ja. Hast du nie drüber geredet? Hallo, schön, dich zu sehen. Na, da ist ja das Meisterwerk. Gerade so reizvoll. Aber wenn Bridget was merkt. Du wolltest es ihr doch sowieso sagen. Komm, lass das. Wir gehen runter. Du Feigling. Komm, es weiß doch sowieso schon jeder, dass wir was miteinander haben. Aber Bridget nicht. Ja, wenn man so egozentrisch ist, dann merkt man eben überhaupt nicht, was den anderen vorgeht. Oh Mist, Kai. Ich mach euch fertig. Wahrscheinlich ein wichtiger Anruf. Ich mach das hier raus, komm! Und zwar auf der Stelle! Ich will das nicht mehr sehen! Nie wieder! Und dann verlasst den Kampf! Ich habe die Blumen für den Bazar mitgebracht. Gut, darf ich vorstellen? Sir Peter, Savage und Mrs. Ellen Perry. Guten Tag. Ich freue mich. Sir Peter ist auf der Suche nach unserem alten Mr. Brown. Sie haben doch bei ihm gelernt, nicht? Ja, ja. Er hat früher unsere Familienporträts restauriert und jetzt habe ich eine Erbschaft gemacht und ein Teil der Gemälde ist in einem schrecklichen Zustand. Oh, ich fürchte, Mr. Brown wird ihm da nicht weiterhelfen können. Er ist vor einigen Jahren verstorben. Schade. Ich habe nie wieder jemanden gefunden, der mit dieser einzigartigen Sorgfalt so preiswert gearbeitet hat. Ja. Könnten Sie mir vielleicht jemanden empfehlen? Wie wäre es mit Ihnen, wenn Sie bei ihm gelernt haben? Oh nein, wie denn noch? Ich kenne niemanden und ich übe meinen Beruf schon lange nicht mehr aus. Das ist schade, sehr schade. Falls Ihnen jemand einfällt, würden Sie mich dann anrufen? Ja? Ja, gerne. Oh, die sind wunderschön. Wo gibt's denn solche Blumenschalen? Ach, die habe ich selbst gemacht. Verkaufen Sie die auch? Ja, auf dem Bazar am Sonntag. Ach, Sonntag kann ich leider nicht. Aber wissen Sie was? Ich kaufe die ganze Produktion jetzt und hier auf. Mr. Moore ist da. Er wird dich sprechen. Bitte, Bridget. Lass uns reden. Bist du ja wohl noch erübrigen können, oder? Ich wüsste nicht, was es da noch zu reden gibt. Ich habe meinen Spaß mit dir gehabt, du hast von meinen Beziehungen profitiert. Das war doch ein fairer Deal, oder? Ich habe dich geliebt, Bridget. Bitte doch nicht die Nummer.
immer nur so eiskalt sein. Darüber ließe sich noch streiten, wer von uns beiden eiskalt ist. Ich wünsche dir viel Spaß mit Linda. Edwina, geben Sie Mr. Moore bitte die Koffer und begleiten Sie ihn zur Tür. Die Schlüssel. Sind Sie fertig mit allem? Ja. Wir fahren morgen früh pünktlich los. Es wird ziemlich viel Arbeit sein. Ich war seit dem Tod meiner Eltern nicht mehr dort. Ach, das schaffe ich schon. Und wie lange werden Sie bleiben, wenn ich fragen darf? Das weiß ich noch nicht. Gut möglich, dass ich den ganzen Sommer über bleibe. Ich glaube, die Landluft wird Ihnen gut tun. Das glaube ich auch. Schon mit Putzen anfangen oder gleich erst mal einkaufen gehen? Na, den Einkauf mache ich später selber. Ja, die sind alle ganz frisch. Ellen! Ja, was für eine Überraschung, dass wir uns hier treffen, was? Bridget, du bist hier? Ach, ich hatte die Nase so voll von der Stadt. Ich hatte dort einen Stress, das kann ich dir gar nicht erklären. Wie du ja sicher weißt. Bist du eine berühmte Autorin? Ja, ich weiß. Genau, vollkommen überarbeitet. Ich kann dir sagen, wenn du einmal Erfolg hast, dann steckst du wirklich in der Mühle. Partys, Lesungen, Meetings, oh, grauenvoll. Ja, aus den Klatschspalten hätte ich immer den Eindruck, du brauchst das. Ach, was die so schreiben, das ist doch Blödsinn. Nein, nein, nein. Was ich brauche, ist Ruhe, Ruhe, Ruhe. Ja, und was soll ich dir sagen? Zwei Bund Mühe. Da habe ich mich auf meine alte Heimat besonnen. Ne? Hier ist ja so definitiv nichts los. Da kann man richtig gut ausspannen. Aber erzähl doch mal, wie geht's dir denn? Ne? Wir werden zwar alle nicht jünger, aber du siehst gut aus. Okay. Und dieser rustikale Look, der hat dir immer gut gestanden. Kaufst du deine Sachen eigentlich hier im Ort? Ich glaube, ich werde jetzt auch so was Einfaches brauchen. Weißt du, hier in der Gegend sieht schlichte Kleidung einfach viel besser aus. Genauso wie weniger Make-up und weniger Schmuck. Und wie geht's James? Oh, James geht's blendend. Danke. Das freut mich zu hören. Sag mal, und deine Tochter, die müsste doch jetzt auch schon, naja, wie alt? 16, 17 sein, nicht? Vanessa ist gerade 20. Nein, wie die Zeit vergeht. Das ist ja unglaublich. Es ist wirklich ein Jammer, dass ich sie noch nie gesehen habe. Aber weißt du, bei mir war alles immer so hektisch. Ich hatte nie Zeit, mich um meine Verwandtschaft zu kümmern. Aber das muss jetzt anders werden. Na, dann komm doch einfach mal zu uns zum Essen. Oh ja, wahnsinnig gerne. Danke. Ja, das mache ich. Weißt du, ich brauche auch noch so viele Tipps von dir für Haus und Garten. Ich kenne mich doch da gar nicht mehr aus, nicht? Tschüss. Mr. Williams, es ist doch nur, bis Mr. Al-Ghabir die Yacht übernommen hat. Und das ist das dritte Schiff, das wir für ihn gebaut haben. Da gibt es überhaupt keine Probleme. Es ist nur, dass die Auslieferung sich ein wenig verzögert und wir die Lieferanten und unsere Gehälter bezahlen müssen. Also gut, 4 Wochen, aber nicht länger. Hallo. Wundervolles Boot. Sowas kann in der Tat nicht jeder bauen. Vielen Dank. Rate mal, wen ich auf dem Marktplatz getroffen habe. Ja. Bridget. Bridget, was will die denn hier? Ja, sie verbringt den Sommer hier. Die berühmte Autorin bedarf der Ruhe. Und sie ist immer noch so arrogant von früher. Und ich, blöde Kuh, hab sie auch noch zum Essen eingeladen. Ist doch ganz spannend, sie mal wiederzusehen. Hm? Ja, weißt du nicht mehr, wie hochnäsig sie immer zu mir war? Und wie sie ihren Reichtum ausgespielt hat? Glaubst du nicht, dass du das damals ein bisschen zu eng gesehen hast? Oh, und wie sie dann auch ständig immer an dir rumgebaggert hat. Nur weil sie nicht ertragen konnte, dass ich vielleicht diesen wundervollen Mann kriegen könnte. Danke, Kleines. Das war die bisher klügste Entscheidung meines Lebens. Heißt es, du musstest dich entscheiden zwischen ihr und mir?
Lilian. Herzlich willkommen. Du riechst immer noch so gut. Das ist meine Tochter Vanessa. Hallo. Eine hübsche Tochter hast du. Komm. Ich hätte schon viel früher zurückkommen sollen. Zurück zu den Wurzeln. Vanessa, kannst du mal bitte kommen? Ja. Ich habe es nie bereut, dass ich von hier weggegangen bin. Wenn man jung ist, dann ist das doch hier nichts. Ist viel zu langweilig. Warum bist du dann zurückgekommen? Ein guter Platz, um die Akkus aufzuladen, ist das allemal. Hat es dir nicht geschmeckt? Ach, wie kommst du darauf? Nein, ich nehme immer nur 2 bis 3 Bissen von jedem Gang. Das ist die einzige Art, das Gewicht zu halten bei den vielen Einladungen, die man so hat. Ich habe Roastbeef gemacht. Ich dachte, du magst das. Ach, Ellen, die Zeiten sind lange vorbei. Ich esse fast nur noch vegetarisch. Ach, höchstens mal Fisch oder weißes Fleisch. Das hätte ich dir vorher sagen sollen, nicht? Ist ja auch viel gesünder. Eben. Aber mit dem Alkohol hatte ich es genauso. Schön, wenn man alles unter Kontrolle hat. James, würdest du mir bitte helfen? Entschuldigung. Übrigens, ich suche dringend noch einen Gärtner. Kennt ihr jemanden, den ihr mir empfehlen könnt? Nein, Mami macht alles selbst. Oh, na, da würde ich ja eingehen. Mein Ding ist es auch überhaupt nicht. Ich bin so froh, dass ich von ihr wegkomme. Nur Mami, ich glaube, sie nimmt ziemlich schwer, dass ich von ihr weggehe. Wenn man sein Ziel erreichen will, dann muss man manchmal jemandem wehtun. Ne? James? Ja? Ich habe eine brillante Idee. Vanessa könnte doch in meinem Haus in London wohnen. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ach, Unsinn. Wieso? Das Haus ist riesig und es steht leer. Und das Personal muss doch irgendwie beschäftigt werden. Das wäre ja wunderbar. Da könnte ich noch diese Woche losfahren. Ja? Danke. Hallo, guten Tag. Kommen Sie rein. Wow, ist das schön. So groß habe ich mir das gar nicht vorgestellt. Ich mache Ihnen erstmal einen Tee. Und dann möchten Sie sicher zu Hause anrufen und sagen, dass Sie gut angekommen sind. Das mache ich später. Ich will mir erstmal alles ansehen. Gefällt es Ihnen? Es ist wunderschön. Ja, Sandford. Könnte ich bitte Mr. Perry sprechen? Moment. Danke. Perry? Jimmy. Oh, Bridget. Ich hoffe, ich störe nicht. Hm? Nein. Sag mal, spielst du eigentlich noch Golf? Natürlich. Ja? Ach, dann könnten wir doch eine Partie zusammenspielen, ne? Ja, gerne. Ich bin zwar völlig aus der Übung, aber weißt du, ich brauche dringend ein bisschen Abwechslung. Wie wär's mit heute Nachmittag? Okay, gut. Ciao. Bye.
Hallo. Ja. Siehst du jetzt auch aus? Sehr witzig. Wieso bist du eigentlich auf dem Tennisplatz bei diesem herrlichen Wetter? Ich hab keine Lust auf Tennis. Das hier lenkt mich wenigstens ab. Ellen, die Welt geht doch nicht gleich unter, nur weil Vanessa ausgezogen ist. Sie ist positiv. Denk doch mal wieder an dich. Das ist es ja gerade. Ich weiß überhaupt nicht, was ich mit mir anfangen soll. Mein Leben lang habe ich nichts anderes gemacht, als für euch zu sorgen. Was redest du denn? Du hast dein Amt in der Gemeinde, du hast einen wunderschönen Garten, die Töpferei, du hast den Tennisclub. Für manche ist das ein Fulltime-Job. Ja, geh mal bitte. Aber doch nichts Richtiges. Ja, okay, dann fang an zu malen. Das wolltest du doch immer, ja? Oder noch besser, mach endlich deine Platzreife, dann können wir zusammen auf den Golfplatz gehen. Weil es gibt tausend Möglichkeiten. Kenne ich dich ja noch gar nicht. Ich habe dir gerade gesagt, was mit mir los ist. Oder scheint dich ja nicht zu interessieren. Wie bitte? Du schickst mich einfach zu Bridget. So einfach. Ja. Ja, Hauptsache, du hast deinen Frieden. Wow. Gibt es eigentlich etwas, was du nicht kannst? Oh, eine ganze Menge. Aber das tue ich normalerweise nicht. Spielt Ellen gar nicht? Leider nein. Dabei hat sie jetzt alle Zeit der Welt. Wie geht's ihr eigentlich? Ich habe sie zum Tee eingeladen, aber sie hat nicht zurückgerufen. Ja, seit Vanessa weg ist, leider nicht so gut. Ja, ich könnte dir sicher helfen, aber... Darf ich dich direkt mal was fragen? Bitte. Hm? Bist du eigentlich glücklich geworden mit ihr? Natürlich bin ich glücklich geworden mit ihr. Dein Leben ist so geworden, wie du es dir vorgestellt hast, ja? Ja. So. Nie etwas vermisst? Ja, mein Gott. Es gibt immer irgendeinen Wunsch, verstehst du, den man sich erfüllt. Was hast du dir gewünscht? Bridget, hör jetzt endlich auf mit dem Thema, ja? Wie war das eigentlich mit deinem Handicap? Und ich muss noch weg wegen den Ausgrabungen. Hm? Also gut, das kostet dich aber eine Schachtel Dynamits. Lovely. Lovely. Au. Oh mein Gott. Das ist ja unglaublich. Das ist ja vollkommen unglaublich. Wer hat dieses wunderschöne Wesen hierher gezaubert? Also wenn Sie mir jetzt noch sagen, dass Sie sich bei uns einschreiben wollten, dann wäre ich der glücklichste Mann auf der Welt. Ja, genau, das hatte ich vor. Ich soll nach Mr. Manning fragen. Gnädiges Fräulein, ich stehe Ihnen voll und ganz zur Verfügung. Was ist denn das? Frank Manning. Assistent von Professor Harold Potter und der wahrscheinlich größte Tollpatsch, der zurzeit herumläuft. Ja, ich bin Vanessa Perry. Schon fest verführt. Kommen Sie später in mein Büro, dann können Sie mich alles fragen und
über die Wiedergutmachung für den Zusammenschluss. Reden wir später. Danke. Ich finde es wirklich prima, dass du es endlich mal geschafft hast, hierher zu kommen. Man konnte ja schon meinen, du hast einen randvollen Terminkalender. Dabei hat James gesagt, du weißt gar nicht, was du mit deiner Zeit anfangen sollst. So, sagt er das. Na, er muss es ja wissen. Nun sei doch nicht gleich eingeschnappt. Er macht sich doch nur Sorgen um dich. Zucker? Danke. Und woher weißt du, dass er sich Sorgen um mich macht? Wir haben uns doch gestern auf dem Golfplatz getroffen. Hat er dir etwa gar nichts davon erzählt? Ja, doch, doch, natürlich. Weißt du, ich habe ja oft mit Frauen zu tun, denen es so geht wie dir. Die Psychologen nennen das Empty-Nest-Syndrom. Das Nest ist leer, es gibt niemanden mehr zu bemuttern. Naja, und da fallen viele Frauen in ein großes schwarzes Loch. Richard, ich glaube nicht, dass ich das mit dir diskutieren möchte. Auf dieses Psychogetue kann ich sehr gut verzichten. Sei doch nicht so sperrig. Das ist doch schließlich mein Beruf. Ja, aber du weißt nichts von meinem Leben. Überhaupt nichts. Du hast schließlich nie eine Familie gehabt. Gut, lassen wir das. Kommen wir lieber auf das Angebot zu sprechen, das ich dir gerne machen möchte. Ich habe mir gedacht, du könntest dich hier ein wenig um den Haushalt und den Garten kümmern. Edwina wird in London gebraucht und ich habe wirklich zwei linke Hände. Außerdem habe ich viel zu viel zu tun mit meinem neuen Buch. Und ich würde dich wirklich sehr gut bezahlen. Bridget, entschuldige bitte, aber ich glaube, du spinnst. Ich mache dir doch nicht das Dienstmädchen. Ich meine es doch nur gut. Du hast doch noch nicht mal einen richtigen Beruf, in den du zurückkehren kannst. Ja. Danke für deine reizende Anteilnahme und für den Tee. Ich glaube, es ist besser, ich gehe jetzt. Würdest du was ausmachen, deinen Urlaub ab nächster Woche zu nehmen? Sieht aus, als hätten wir eine kleine Flaute im Moment. Keine Aufträge? Naja, mir ist es egal. Soll ich die ganzen 3 Wochen nehmen? Wäre ganz gut. Tschüss. Steve. Hallo. James. Schon die Zeitung gelesen? Nein. Alga Bier ist pleite. Hat sich verspekuliert mit seinen Aktien. Und wir sind nicht die Einzigen, die Geld von ihm kriegen, wie du dir vielleicht denken kannst. Jetzt ist es aus. Ach du Scheiße. Fallen viele Frauen in ein großes schwarzes Loch. Und du hast noch nicht immer einen richtigen Beruf.
Ja, aber da sehe ich keine Probleme. Wunderbar. Wann fangen Sie an? Ja, nun, ich müsste noch ein paar Materialien besorgen. Moment. Ja, aber ich könnte die Gemälde schon mal mitnehmen. Ja, Sie können auch hier arbeiten. Der Gästetrakt steht Ihnen zur Verfügung. Außerdem würde ich mich über etwas Gesellschaft hier im Haus sehr, sehr freuen. Nein, ich glaube, es ist besser, ich nehme Sie mit nach Hause. Dort habe ich meine Fachbücher und mein Werkzeug. Ich verstehe. Die Familie. Oh, die braucht mich nicht mehr so dringend. Meine Tochter ist gerade nach London gezogen. Das glaube ich nicht. Sie können unmöglich eine so große Tochter haben. Oh, danke für das Kompliment.
Bitte, überlegst du gut, Thomas. Na? Ich dachte, ich schaue mir die Love Forever mal etwas genauer an. Wunderbare Idee. Ja, darf ich dir meinen Partner vorstellen? Das ist Thomas Pinker. Hallo. Bridget Sandefjord. Die Bridget Sandefjord? Ja, ich bin eine Cousine von Ellen. Ich schaue mich mal ein bisschen um, ne? Ich komme mit. Sag mal, Junge, wo ist dein Problem? Wenn die mit euch verwandt ist, die hat doch genug Kohle, um den ganzen Laden aufzukaufen. Lass mich mal machen, Thomas. So. Na? Wie wär's mit der kleinen Probefahrt, ne? Ich liebe dieses Land. Ich wüsste keinen anderen Platz, wo ich leben wollte. Das kann ich gut verstehen. Ich habe mich auch immer nur auf dem Land wohlgefühlt. Aber viele Menschen brauchen diesen Großstadtrummel. Hektik, Stress, ich hasse das. Leider nicht viel Zeit. Ich bringe dich noch rasch zur Verwaltung, damit du dich eintragen kannst. Wie schade. Übrigens, wir werden uns wohl eine Weile nicht sehen. Warum? Weil ich nach Lamoina Cove muss. Wir haben da neulich per Zufall ein paar Kultgegenstände aus der Bronzezeit gefunden. Und wir wollen sehen, ob wir da mit den Ausgrabungen beginnen. Ich muss für Professor Potter recherchieren. Schön. Kannst du nicht vielleicht mitkommen? Ja, das ist schwierig. Ich treffe da eine Menge Experten. Aber ich tue auch ganz bestimmt nicht. Und meine Vorlesung fängt doch sowieso erst übernächste Woche an. Schwierig. Schwierig. Aber okay. Komm. Ja, so sieht's aus. Das ist die einzige Chance, den Konkurs noch abzuwenden. Oder ich bin arbeitslos. Mein Großvater dreht sich im Grabe rum, weil ich seine Reedereien in den Sand gesetzt habe.
Ach, James, ist doch keine Frage. Natürlich bin ich einverstanden, dass du das Haus beleihst. Aber ich sag's dir nur, ich meine, wenn es zum Schlimmsten kommt, ist alles weg. Alles. Ja. Aber so schnell geht es auch dann nicht. Schau mal, ich fange doch jetzt auch was ganz Neues an. Sir Peter kennt so viele Leute. Ich glaube, ich kann richtig viel Geld verdienen. Und Vanessa muss ich halt allein durchschlagen. Hat sie ja selbst gesagt. Ja. Du bist wunderbar. Mach dir keine Sorgen, wir schaffen das schon. Ja. Du untergräbst alle meine Prinzipien. Manche Prinzipien sind doch dafür da, dass man sie recht wusstest du das nicht? Sieht gut aus. James hat mir gesagt, dass du wieder arbeitest. Das finde ich super. Ja. Naja, wenn du willst, kann ich dich auch selbstverständlich meinen Freunden empfehlen. Danke, das ist nicht nötig. Vielen Dank, ich schaffe das schon alleine. Du, entschuldige, ich habe wirklich keine Zeit. Ich will das hier fertig machen. Ja, eigentlich bin ich auch wegen James gekommen. Ist er da? Nein, er ist auf der Bank. Dann sag ihm doch bitte, er soll mich anrufen, ja? Ich habe vielleicht einen Kunden für ihn. Bullshit. Ich will ganz ehrlich zu dir sein. Ich will nicht, dass du dich in unser Leben mischst. Eine Hand wäscht die andere. Sowas ist doch unter Freunden ganz normal. Das will ich aber nicht. Es gefällt mir schon nicht, dass Vanessa bei dir wohnt. Aber es war ihre Entscheidung, was nochmal passiert. Aber du und ich, wir haben es doch nie gemocht. Wollen wir es nicht dabei belassen? Okay. Wie du willst. Klare Fronten. Das finde ich gut. Dass du darüber nicht redest, ja? Aber ich wollte dir nur sagen, Ellen und ihr Mann, die sind in größten Schwierigkeiten. Was meinst du mit Schwierigkeiten? Naja, finanzieller Art. Und was daraus resultiert, das weißt du doch selbst nicht. Also die Ehe ist praktisch am Ende. Es tut mir leid für sie. Ellen ist eine so wundervolle Frau, das hat sie nicht verdient. Na, dann tu was für sie. Gibt es nicht irgendeine größere Geschichte, die du ihr anvertrauen kannst, ja? Möglichst bei dir, damit sie mal rauskommt, weißt du. Ich werde mir was einfallen lassen. Aber lass dir nicht anmerken, dass du davon weißt, ja? Na gut, also. Sag mal, hast du Bridget was von deinen Schwierigkeiten erzählt? Kommst du darauf? Sie war heute hier. Sie meinte, sie hätte einen Kunden für dich. Du sollst sie mal anrufen. Klingt doch nicht schlecht, oder? Ehrlich gesagt wäre es mir lieber, wir würden das um sie hinkriegen. Ich habe sie ziemlich abfahren lassen. Ich denke, ich werde sie trotzdem mal anrufen. In meiner momentanen Situation muss ich nach jedem Strohhalm greifen, meinst du nicht auch? Warte erst mal ab, ob der Präsident vom Yachtclub etwas für dich tun kann. Oder ob ich weitere Aufträge bekomme. Bridget tut nie etwas, ohne an ihren eigenen Vorteil zu denken. Und ich will nicht, dass wir in ihrer Schuld stehen. Ja, vielleicht hast du recht. Schön gemacht. Wunderschön. Tja, damit übergebe ich Ihnen den Rest der Bilder. Es freut mich, dass es Ihnen gefällt. Wie versprochen, werde ich Sie einigen Freunden empfehlen, die oft ähnliche Aufträge zu vergeben haben. Ach, danke.
Ich habe mich in der Zwischenzeit auf den neuesten Stand gebracht. Ich kann jetzt sicher mehr tun als Gemälde nur reinigen. Genau das habe ich gehofft. Ich möchte noch einiges mit Ihnen besprechen. Gehen wir? Ja. Diese Fresken müssten dringend aufgefrischt werden. Man ist anscheinend nicht sehr pfleglich mit ihnen umgegangen. Oh ja. Das sehe ich. Würden Sie sich das zutrauen? Ich denke schon. Aber ist Ihnen klar, dass das ein paar Monate dauern wird? Ich meine, das kostet auch eine ganze Menge. Und Sie müssten vor allen Dingen vor Ort sein. Oh, das ist kein Problem. Ich fahre nach Hause, packe meine Sachen. Ja, dann könnte ich morgen, spätestens übermorgen, bei Ihnen anfangen, wenn es Ihnen recht ist. Ich freue mich, dass Sie so schnell entschlossen sind. Und ich danke für Ihr Vertrauen, Sir Peter. Wir trinken jetzt ein Glas Champagner, machen einen Vertrag und ich bin Peter, ja? Ja. Okay, bitte. Ich bin immerhin bereit, alles einzusetzen, um die Schulden zahlen zu können. Ja, das findest du ehrenhaft. Ich nenne das idiotisch. Wir haben einen glasklaren Gesellschaftervertrag. Nach dem haften wir nur mit dem Betriebskapital. Schlimm genug, dass das weg ist. Und ich habe keine Lust, mich privat zu ruinieren. Wegen Al-Gabir. Und was ist mit unseren Leuten? Über den Ruf der Firma will ich gar nicht jetzt reden. Ne? Du wirst alles verlieren. Deine Aktien, dein Geld, dein Haus. Und die Reederei wirst du doch nicht retten können. Da irrst du dich aber gewaltig. Da fange ich halt wieder von vorne an. Ich habe ja noch die Yacht. Irgendjemand wird sie mir schon abkaufen. Was sagt denn eigentlich Ellen dazu? Die steht zu mir. Hoffentlich bereut ihr das nicht. Um 9 blieb mein Flieger. Wenn du es dir noch anders überlegen solltest, du bist jederzeit herzlich willkommen in meiner neuen Heimat. Mach's gut, alter Junge.
glaube, aber tut mir leid, die Telefonnummer, die habe ich überhaupt nicht. Bitte? Sie müssen noch die Telefonnummer Ihrer Herrschaft haben. Wie? Ja, Vanessas Eltern in ihrem Haus auf dem Land. Du liebe Güte, hat sie Ihnen etwa erzählt, das Haus gehört Ihren Eltern? Nicht direkt, aber ich dachte... Dieses Haus gehört Bridget Sandefort, die ist Ihnen ja wohl ein Begriff. Und unsere kleine Vanessa ist deren Nichte. Und sie darf hier wohnen, solange die Tante nicht da ist. Oh Gott, das bin ich für ein Idiot. Edwina, ja? Kannst du mir einen Gefallen tun und mir helfen? Nein. Ich mache nie auf, wenn ich niemanden erwarte. Ach, mein Jimmy. Nun entspann dich doch mal. Ich kann mich nicht entspannen. Ich muss immer zu an Ellen denken. Ach, mein armer Jimmy. Die liegt doch jetzt wahrscheinlich mit ihrem Peter im Bett. Das ist doch jetzt egal. Nein, das ist eben nicht egal. Entschuldige bitte, aber ich fahre jetzt zu Ellen und werde um sie kämpfen. Ich werfe meine Ehe nicht so schnell weg.
Dann ist hier wenigstens nichts passiert. Aber wenn er sie noch nicht gefunden hat. Wenn sie irgendwo liegt. Hilflos, oder? Komm. Du musst doch nicht immer gleich an das Schlimmste denken. Vanessa! Hey! Was ist denn? James! Ich hab dich die ganze Zeit gesucht. Hey! Bist du endlich klein? Wo zum Teufel hast du gesteckt? Vielen Dank, dass Sie meine Tochter nach Hause gebracht haben. Darf ich Sie noch zu einem Drink reinbitten? Nein, vielen Dank. Ich werde wohl gleich fahren. Ich bringe dich noch zum Wagen. Komm. Wirst du... Wirst du wiederkommen? Ich glaube, das kann ich nicht. Weil ich mich irrsinnig in dich verliebt hat. Und deswegen habe ich all diese Fehler gemacht. Heutzutage spielt es doch überhaupt keine Rolle mehr, aus was für Kreisen man stammt. Ja, das sagst du. Aber du solltest mal versuchen, als armer Schlucker in einer dieser etablierten Familien akzeptiert zu werden. Die schauen dich schon schief an, wenn du nicht das richtige Hemd trägst. Mhm. Scheint mir das schlechte Erfahrung gemacht. Hauptsache ist, dass wir beide zusammen sind. Und dass ich dich liebe. Ich weiß nicht. Was? Was meinst du nicht? Ob du mich liebst? Doch, das schon. Es ist nur, ich kann jetzt nicht mehr bei Bridget wohnen, nachdem was mein Vater mir erzählt hat. Und meine Eltern... Das wird schon wieder. Ja, das glaube ich auch. Es gibt ein anderes Problem. Und das wäre... Mein Vater ist fast pleite. Er kann mein Studium nicht mehr finanzieren. Das ist doch wunderbar. Ich weiß. Ich kenne tausend Tricks, wie man sparsam leben kann. Die Wahrheit ist ein kleines Ich muss das jetzt endlich mal loswerden. Du weißt, dass Bridget mich mal verführen wollte, als wir schon verlobt waren, nicht? Oh ja. Das war ja auch der Grund, warum ich keinen Kontakt mehr zu ihr haben wollte. Und irgendwie ist es ihr auch gelungen. Also doch. Wir hatten ein
kurzes, sehr intensives Verhältnis. Aber dann ist er bei dir geblieben. Bridget, gib uns die Chance, diese verfahrene Situation nach ohne deine Intrigen aufzulösen, ja? Bitte! Deswegen bin ich doch gekommen. Ich gebe zu, das war eine Verletzung, die ich nie ganz weggesteckt habe. Ich habe dich dafür immer gehasst. Und beneidet. Du? Du hast mich beneidet? Ja, weil du diesen Mann bekommen hast. Eine wunderbare Tochter. Dieses heile und schöne Familienleben. All das, was ich auch gewollt habe. Und nie gekriegt habe. Es tut mir leid. Ich fahre zurück nach London. Warum hast du mir das so lange verschwiegen? So viele Jahre. Glaubst du, ich hätte dir nicht verziehen? Ich war wohl zu feige. Ich hatte einfach Angst, dich zu verlieren. Große Angst. Es wäre dir auch beinahe gelungen. Beinahe. Können wir leider nicht mehr behalten. Aber das Schiff, das gehört uns noch. Ja, das gehört uns noch. Wir müssen halt nur sehen, dass wir es so gut und so teuer wie möglich verkaufen können. Ich habe eine Idee. Mhm. Ich glaube, dass sie dir uns gefallen könnte. Na? Ich meine, es ist vielleicht ein bisschen luxuriös, aber was hältst du davon, wenn wir auf der La Forever wohnen? Nur für zwei. Das ist eine wundervolle Idee. Die hätte auch von mir sein können. Oh, das. Okay? Gut. Ja,